In diesem Video präsentieren wir Ihnen die Stromzange PCE-CTI-10. Herzlich willkommen bei PCE Instruments. Ihr Hersteller für Mess- und Prüfgeräte für Industrie, Gewerbe und Forschung. Hallo, mein Name ist Maximilian Knoppe und ich präsentiere Ihnen heute die Stromzange PCE-CTI-10. Der Messbereich der Stromzange liegt zwischen 0 und 1000 Ampere Wechselstrom als auch Gleichstrom. Bei Bedarf kann die Stromzange mit einer optionalen flexiblen Stromzange erweitert werden. Der Messbereich beim Wechselstrom erhöht sich dann auf bis zu 3000 Ampere. Mit einem Zangendurchmesser in der horizontalen von 38 mm, 63 mm in der vertikalen und einer Zangenöffnung von 45 mm kann die Strommessung an normalen Stromkabeln sowie an Stromschienen durchgeführt werden. Der Spannungsmessbereich bei dem PCE-CTI-10 liegt zwischen 0 und 1500 Volt Gleichspannung und Wechselspannung. Neben der kontaktierenden Spannungsmessung kann mit dem PCE-CTI-10 Spannung auch kontaktlos ermittelt werden. Dazu wird die Spitze der Stromzange an eine Versorgungsleitung angelegt. Leuchtet nun die Kontrollleuchte, ist davon auszugehen, dass eine Spannung von 100 bis 1000 Volt Wechselspannung oder auch Gleichspannung anliegen. Diese Funktion ist immer aktiv, sobald die Stromzange eingeschaltet ist. Wegen seiner vielen verschiedenen Funktionen und dem hohen Messbereich findet die Stromzange seine Anwendung zum Beispiel bei der Überprüfung von Photovoltaikanlagen, Wasser- und Windkraftwerken oder auch bei der Installation von nicht ortsveränderlichen elektrischen Maschinen. Im Lieferumfang der PCE-CTI-10 Stromzange befindet sich ein Transportkoffer für den sicheren Transport, die Stromzange PCE-CTI-10 selbst, ein paar Messleitungen, ein Thermoelement vom Typ K mit Adapter, ein Akku mit einer Kapazität von 1200 mAh und die entsprechende Ladestation mit verschiedenen Steckern, damit das Ladegerät international genutzt werden kann, und eine Bedienungsanleitung. Neben der normalen Spannungs- und Strommessung kann die Stromzange auch den Einschaltstrom messen. Einschaltströme sind Ströme, die im Einschaltmoment besonders hoch sind. Diese Ströme entstehen beim Anfahren von Motoren für zum Beispiel Belüftungsanlagen oder auch beim Einschalten einer Stadionbeleuchtung. Für die Dimensionierung von Versorgungsleitungen und Sicherungen ist diese Messung mit der Stromzange besonders wichtig. Um die Messung durchzuführen, muss zunächst der Strommessbereich über den Drehwahlschalter eingestellt und die Inrush-Taste für 2 Sekunden gedrückt werden. Nun kann die Stromzange um die Versorgungsleitung gelegt werden und der Prüfling kann eingeschaltet werden. Das Messergebnis wird direkt auf dem Display angezeigt. Eine weitere wichtige Funktion ist die Messung an Frequenzumrichtern. Frequenzumrichter sind Wandler, die die Spannung auf der Primärseite oder auch der Eingangsseite mit veränderter Frequenz und Amplitude an der Sekundärseite oder auch an der Ausgangsseite ausgeben. Mit dem PCE-CTI-10 und der VFD-Messfunktion können hier Messungen bis zu einer Frequenz von 45 Hz und 1 kHz durchgeführt werden. Zusätzlich kann das PCE-CTI-10 auf Frequenzen das Tastverhältnis, Widerstände, Kapazitäten und Temperaturen bestimmen. Mit dem integrierten Speicher können bis zu 100.000 Messwerte aufgezeichnet werden. Das Speichern der Messdaten erfolgt dabei automatisch nach dem vorher eingestellten Messintervall. Nach einem Messdurchlauf können die Messwerte direkt auf dem 2,4 Zoll großen Farbdisplay grafisch als auch numerisch abgelesen werden. In Kombination mit dem 1200 mAh großen Akku kann die Stromzange über einen längeren Zeitraum als Datenlogger verwendet werden. Mit der Bluetooth 4.0 Schnittstelle kann die Stromzange mit einem Android- oder iOS-Endgerät verbunden werden. Die Messwerte werden dann live auf das mobile Endgerät übertragen und können anschließend im CSV-Dateiformat verschickt werden. Für die Bedienung befindet sich im jeweiligen Store eine kostenlose App. Zusätzlich befindet sich auf der Vorderseite eine Lampe. Die Lampe kommt dann zum Einsatz, wenn zum Beispiel bei Arbeiten die Beleuchtung ausgefallen oder eine generelle schlechte Beleuchtung vorhanden ist. Weitere technische Daten, Datenblätter und technisches Zubehör finden Sie auf unserer Homepage. Entdecken und bestellen Sie die neuesten Mess- und Prüfgeräte jetzt auf www.pce-instruments.com.